Damit wird jetzt den Kernpunkt, also die Essenz der Vajrayana Praxis kurz erklären. Das, was häufiger als Vajrayana übersetzt wird, heißt im tibetischen Sangak, oder ein Begriff dafür ist Sangak, wobei Sang als Wort geheim heißt und Nak Mantra, also geheimes Mantra. Was jetzt mit dem Wort als solchen gemeint ist, oder was damit überhaupt zum Ausdruck gebracht wird, man praktiziert das Diamantfahrzeug dadurch, dass man zunächst die Ermächtigungen für Vajrayana Praktiken bekommt und dann den Weg praktiziert. Der allererste Beginn davon jedoch ist der, dass man Zuflucht nimmt und damit die Laiengelübde erhält, die in Verbindung mit der Zuflucht abgelegt werden. Das ist die Weise, wie man den Weg überhaupt betritt. Und deswegen ist es in diesem Sinn geheim. Der Vajrayana, das Diamantfahrzeug, ist nur praktizierbar für jene, die diesen Anfang der Zufluchtnahme gemacht haben. Für andere ist es geheim, für andere ist es nicht praktizierbar. Das ist damit gemeint. Es ist also so, dass Menschen oder Wesen, die kein geeignetes Gefäß sind, heißt es wörtlich, dass für sie der Vajrayana geheim ist. Papa sonjete ne teni tela yentin chepar da papa shi ye pin ti ga long tela yentin chepar da papa shi ye pin teni ma ko de yor de chepa da teni te son ma si me ta ma kri na pa te pa te pa te pa yentin chepar ki Das zweite Wort heißt anders, als ich vorhin übersetzt habe. Das war ein Fehler, tut mir leid. Nakpa ist es nämlich auf Tibetisch. Das heißt gepriesen oder sehr besonders. In dem Sinn, dass man durch den Weg des Diamantfahrzeugs ganz besonders hervorragende Qualitäten entfaltet. Das also wird mit dem zweiten Wort zum Ausdruck gebracht. Wenn ich Wie kommt es, dass durch die Praxis des Diamantweges diese ganz besonderen, hervorragenden Qualitäten entfaltet werden? Es ist so, dass Bestandteil der Diamantwegspraxis jener ist, dass man die Energiekanäle, die Energiewinde und die Essenzen des Körpers, dass man auch diese praktiziert, dass man diese als Weg der Praxis verwendet und sie zur geistigen Praxis werden lässt. Wenn ich dann gerade so ein Lünder, dann wir haben in unserem Körper grundsätzlich drei Hauptkanäle, den Zentralkanal und einen Seitenkanal rechts und einen links. Dann befinden sich in den Kanälen vier Energiezentren, die sogenannten Chakras, und zwar das des Scheitels, der Kehle, des Herzens und des Nabels. Wenn
Vom Zentralkanal aus entfalten sich 24.000 Fangnere Kanäle. Das gleiche gilt für den rechten und den linken Seitenkanal, sodass insgesamt 72.000 feinere Kanäle von diesen Hauptkanälen abzweigen. Tatige, zate, tamtige, noni, jorse, bek, long, dala, deni, so, kembe, long, da, kinder, jorik, long, da, kinder, jorse, kinder, jorse, long, da, na, tulla, jorse, long, da, deni, kapzig, long, lüt, hamzig, da, kaparse, menjong, galong, menjong, sama, tamzig, jorse, da. So, innerhalb dieser Energiekanäle bewegen sich die Körperenergien oder die sogenannten Energiewinde. Hier unterscheidet man in fünf Hauptenergiewinde, je nach ihrer Wirkungsweise. Einmal den lebenserhaltenden Wind, dann den nach oben strebenden Wind, den nach unten reinigenden Wind, den alles durchdringenden Wind und den Verdauungswind. Diese fünf Hauptwinde und außerdem fünf sogenannte Zweig- oder Nebenwinde. Die Unterteilung wird angesetzt je nach Wirkungsweise der Energiewinde. Dann long die Triple C, Chile, Kong, Kabu, Chada, Marbu, Chadela, dann Tille, Dang, dann Trubak, Tille, Dang, dann Ribu, Tille, Naso, Pata, Tille, Tella, Tamala, Chamombo, Tille, dann long die Triple C, Tille, Kabu, Marbu, Chamombo, yes? Jetzt bewegen sich mit den Energiewinden die rote und weiße Essenz des Körpers, die auch in verschiedene Arten unterschieden wird. Und zwar einerseits die vorgestellten weißen und roten Essenzen, dann die weiße und rote Essenz der Illusion und die weiße und rote Essenz der Frucht. Die weiße und rote Essenz des Körpers ist das, was mit den Energiewinden in unserem Körper transportiert wird. Man bezeichnet sie im unreinen Zustand als Energiekanäle, Energiewinde und Essenz. Im reinen Zustand hingegen sind die Energiekanäle der Zentralkanal oder das Zentrale. Die Energiewinde sind im reinen Zustand die Weisheitsenergiewinde und die Essenz ist im reinen Zustand. Die ist die Fruchtessenz der vollkommenen Verwirklichung. Diese drei eben genannten Begriffe hinsichtlich der reinen Natur von Energiekanal, von Energiekanälen, Energiewinden und Essenzen bezeichnen die Natur des Geistes. Den
der reine Zustand der Energiekanäle, also das Zentrale, wird auch bezeichnet als der Vajra-Körper und ist der Nirmanakaya. Der reine Zustand der Energiewende, also die Weisheitsenergie, ist auch bezeichnet als Vajra der Sprache oder der Rede und ist der Sambhogakaya. Und der reine Zustand der Essenz ist der Vajra des Geistes und ist der Dharmakaya. Der reine Zustand der drei Energiekanäle, Energiewinde und Essenzen, sind also die drei Kayas. Buddha Shakyamuni lehrte Methoden, die es einem ermöglichen, die Reinheit von Energiekanäle, Energiewinde und Essenzen zu erlangen. Die Methoden, um diese zu ihrer Reinheit zu führen, sind die Vollendungsphasen innerhalb des Vater, Mutter und nicht-dualen Tantras. Tilopa erhielt die Erklärungen zu den Vollendungsphasen von seinen vier Hauptlehrern, von denen er damit die vier Ströme der Überlieferung erhalten hatte. Und in ihm, also in Tilopa, sammelten sich damit diese vier Überlieferungen, die dann zusammengefasst wurden in die sogenannten sechs mündlichen Unterweisungen. Tilopa überlieferte diese an Naropa und Naropa gab sie weiter an seinen Schüler Marpa. Nach ihm werden sie als die sechs Lehren von Naropa bezeichnet. Der tiefgründige Weg, also die sechs Lehren von Europa, machen die Essenz des Vajrayana aus, und zwar den Aspekt, der mit Vorstellungen arbeitet. Es ist die Vollendungsphase mit Vorstellungen, also die sechs Lehren von Naropa. Den anderen Aspekt der Essenz des Vajrayana ist Praxis ohne Vorstellungen, nämlich Mahamudra. Die zwei sechs Lehren von Naropa und Mahamudra sind der Kernpunkt des Vajrayana. Praktiziert man die sechs Lehren von Europa und integriert damit die Praxis auf die Energiekanäle und die Energiewinde im Körper in die Praxis, dann wird in Anlehnung oder in Bezug auf das Energiezentrum des Nabels wird die Praxis des Tummo praktiziert, verwendet. Es wird also auf dieses Energiezentrum des Nabels praktiziert. Die Reinigung, die dadurch erfolgt, bezieht sich dadurch, dass durch diese Form, durch diese Art von Meditation jene Tendenzen des Geistes gereinigt werden, die durch sexuellen Verkehr entstanden sind und damit auch die störende Emotion der Begierde transformiert wird.
Tumo ist damit auch der Grundbestandteil oder die Basis, kann man sagen, die Wurzel heißt es wörtlich im Tibetischen, für die Praxis der sechs Lehren von Europa. Und es erfordert eine große Erfahrung von Seiten des Praktizierenden. Er sollte ein großer Praktizierender sein. Dann in Bezug auf das Energiezentrum im Herz, das wirklich das Herz-Dharmakaya-Zentrum genannt wird, in Bezug darauf wird die Praxis des klaren Lichtes verwendet. Von den vier Zuständen, die wir unterscheiden, ich hatte das vorhin vergessen, sexueller Verkehr war auch einer der Zustände. Hier, also von den vier Zuständen wird in diesem Fall, werden in diesem Fall die Tendenzen des Tiefschlafes gereinigt. Und unter den fünf schönen Gefühlen wird, ist dies eine Methode, um die Unwissenheit zu reinigen oder zum Weg zu machen. Dann die Meditation des Traumes wird praktiziert in Bezug auf das Kehl-Sambhogakaya-Energiezentrum. Unter den vier Zuständen ist, wird durch diese Methode jener des Traumes gereinigt. Und unter den fünf stirnigen Gefühlen ist dies eine Methode, um jene von Zorn zum Weg zu machen. Dann der Illusionskörper wird praktiziert in Bezug und in Anlehnung an das Energiezentrum der großen Freude im Scheitel. Es ist eine Methode, die ermöglicht, dass man den Zustand des, Wach, des Wachseins, also den normalen Wachzustand, reinigt, von den vier Zuständen her gesehen. Unter den fünf störenden Gefühlen wird durch diese Methode werden die störenden Gefühle von Stolz und Neid zum Weg gemacht. Diese vier sind die vier Wurzel- oder Grundlehren. Also in Anlehnung an das Zentrum, an das Nabelzentrum des Nirmanakaya, die Meditation des Tumu, dann in Anlehnung an das Herzzentrum, das Dharmakaya-Zentrum, die Meditation des klaren Lichtes. Dann in Anlehnung oder in Bezug zum Kehlzentrum, also Sambhogakaya, die Meditation des Traumes. Und in Bezug zum Zentrum der großen Freude im Scheitel, die Meditation des Illusionskörpers. Die Meditation für Bardo und Pova sind Seiten oder zusätzliche Glieder zu den vier. Und diese machen dann insgesamt die sechs Lehren von Europa aus. Was die Praxis dieser Methoden anbelangt,
so besteht hier nicht der geringste Unterschied, wer es praktiziert. Es ist egal, aus welcher Schicht, aus welcher sozialen Schicht, ob gut oder schlecht, ob Mann oder Frau, völlig unabhängig von diesen Kriterien, können sie von jedem praktiziert werden. Und jetzt ist es so, dass bereits viele mit den vorbereiteten Übungen fertig sind und es gibt viele, die bereits die Meditation des Traumes oder die Meditation von Tummo verwenden und praktizieren. Und in Zukunft wird es ebenso sein, dass diejenigen, die die Vorbereitungen des Nendro abgeschlossen haben und die Yidam-Mantras abgeschlossen haben, mit den, oder mit bei der Praxis der Yidam-Mantras sind, mit den sechs Lehren von Europa, je nachdem mit welchen, beginnen können. Und im Allgemeinen, was den Dharma betrifft, so geht es darum, dass es den Geist, den eigenen Geist verändern soll. Das ist etwas, was nicht leicht vonstatten geht. Aber allmählich, indem man sich allmählich und weiterhin darum bemüht, sollte man darauf achten, dass man Konzepte und Gefühle wie Stolz und Neid und Zorn und so weiter allmählich aufgibt und überwindet. Was die Meditationspraxis als solche betrifft, so muss man sehen, wie man es mit der eigenen Zeit arrangieren kann. Und man sollte jene Form von Praxis wählen, für die man sich interessiert, die man gerne praktiziert. Das heißt, diejenigen, die gerne Meditation wie die von Schiene verwenden, sollten den Schwerpunkt auf die Meditation der Geistesruhe legen. Andere, die besonders gerne auf Buddha-Aspekte meditieren, sollten diese Form von Meditation wählen. Andere, die es vorziehen, Mantras zu rezitieren, sollten diese Art von Praxis in den Vordergrund stellen. Und die das Nöntro praktizieren wollen und dies gerne möchten, sollen diese Form von Praxis wählen. Man sollte also darauf achten, was einem selbst liegt, was man gerne praktiziert. Ramuji wird bald nach Asien reisen und dennoch ist es so, dass zwischen jedem von uns und Ramuji eine Verbindung in Sache des Dharma besteht. Und von daher, Ramuji denkt ständig an alle und von daher ist es genauso, als wäre man immer zusammen, auch, also als würde man sich immer am gleichen Ort aufhalten. Ramuji hat jetzt Dharma-Belehrungen gegeben und wir hatten vorhin die Praxis der Tara gemeinsam verwendet. Und ebenso hat Ramuji früher sehr viele und zahlreiche Dharma-Belehrungen gegeben. Und wir sollten jetzt all das grundlegend Positive, was dadurch entstanden ist, zum Wohl aller Wesen widmen. Und
Dani Lamadun Gevishini La Sopa Dan Dani Kyuge Sawa Tengkingi Ma Kandri Shuhi Yona Dani Tsirimbo Toba Dan Korunga Samba Kandri Yoga Nrupa Dini Dawa Melang Dari. In welcher Form sollten wir die Widmungsgebete machen? Es geht ja darum, dass alle Wesen von Natur her Leid erfahren. Und es geht darum, Mittel zu finden und zu Mitteln zu kommen, damit alle Wesen frei von ihrem Leid werden. In diesem Sinn sollte man Wunschgebete machen, dass alle Wesen frei werden von ihrem Leid, dass sie vollkommenes Glück und vollkommene Freude erleben mögen. Dass man wünscht, dass alle Lamas, alle geistigen Lehrer und jeder, der für den Dharma arbeitet, der Dharma-Aktivität setzt, dass alle diese Menschen ein langes Leben haben und dass ihre Wünsche sich in Erfüllung kommen mögen. Dani da naron zum Hoa Zepe Kausa, Dani Songji, dann Songchun Samba, Pavan Jamba Yondo, Kanto Zumbu Teta, Oge, Sentinke Tendo Hoa Melon Kandin, sondern Narangi Tendawa Zepa in Songchus. Und ihr solltet bei der Widmung denken, dass ihr die Widmung genau so praktiziert und denkt und dass ihr genau das wünscht, was all die großen Bodhisattvas wie Manjushri und Kuntusambhu oder Samantabhadra, genau so wie sie die Widmung praktizieren, so werdet ihr sie praktizieren.